Wer glaubt, das Ende der Erde wäre identisch mit dem in der Bibel erwähnten jüngsten Gericht, wo von der Vollendung des Zeitlaufs, vom Tag der Heimsuchung und vom jüngsten Gericht gehandelt wird, der befindet sich in einem Irrtum. Ein jüngstes Gericht findet bei jeder Kirche statt, wenn sie verödet bzw. wenn in ihr kein Glaube mehr ist. Ein jüngstes Gericht gab es bei der ältesten Kirche, als sie zugrunde ging, was während ihrer letzten Nachkommenschaft vor der Sündflut geschah. Das jüngste Gericht für die jüdische Kirche war, als der Herr in die Welt kam. Es wird auch ein jüngstes Gericht geben, wenn der Herr in die Herrlichkeit kommen wird. Nicht, dass dann die Erde und die Welt untergehen werden, sondern dass die christliche Kirche untergehen wird. Vom Herrn wird nach jedem Kirchenuntergang immer wieder eine neue Kirche erweckt. Wie zur Zeit der Sündflut die alte Kirche und zur Zeit der Ankunft des Herrn die christliche Urkirche, so auch, wenn der Herr kommen wird, in die Herrlichkeit. Dies wird auch unter dem neuen Himmel und der neuen Erde verstanden. Das ist vergleichbar mit einem jeden Wiedergeborenen, der ein Mensch der Kirche oder eine Kirche wird. Wenn der Mensch neu geschaffen ist, wird sein innerer Mensch ein neuer Himmel und der äußere Mensch eine neue Erde genannt. Außerdem gibt es auch ein jüngstes Gericht für jeden Menschen, wenn er stirbt. Denn dann wird er je nachdem, was er im Leib getan hat, entweder zum geistigen Tod oder zum Leben gerichtet. Dass unter der Vollendung des Zeitlaufs, dem Ende der Tage oder dem jüngsten Gericht nichts anderes verstanden wird, also nicht der Weltuntergang, geht klar aus den Worten des Herrn bei Lukas 17, 34 bis 36 hervor, wo geschrieben steht: In jener Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird angenommen und der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander Korn mahlen. Die eine wird angenommen und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird angenommen und der andere wird zurückgelassen werden. Hier wird die letzte Zeit Nacht genannt, weil kein Glaube, das heißt keine Liebtätigkeit mehr vorhanden ist. Der Umstand, dass sie zurückgelassen werden, bringt klar zum Ausdruck, dass danach die Welt nicht untergehen wird.